Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gehe jetzt das erste Mal wieder Mountainbike fahren, nach fast jetzt schon 6 Wochen oder so. Und ich habe eine Stunde Zeit, gehe jetzt schnell 1-2 Abfahrten machen auf den Home Trails. Ich freue mich sehr, bin gespannt, bisschen Musik auf die Ohren und einfach bisschen das Wetter genießen und das Fahrradfahren. Leute, ich bin euch ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen nervös. Also ich bin jetzt echt richtig lange kein Fahrrad gefahren und es ist schon ein bisschen nervös, auch wenn es nur auf die Home Trails geht. Oh Leute, ich bin richtig froh, dass ich ein E-Bike habe, weil sonst wäre es echt anstrengend gerade. Denn ausdauermäßig ist es noch nicht so geil. Aber mich hat es jetzt so krass in den Fingern gejuckt, aufs Bike zu gehen. Ich musste einfach los. Hier runterkommen. Irgendwie heute richtig viel los hier. Also so eine Power Hour wird schwer heute, weil ich mache meine Pumpe einfach nicht mit. Ey. Ich versuche jetzt den Trail nochmal komplett nach unten, dann nochmal hoch, dann den flowigen, dann nochmal hoch, dann den dritten und dann zur zweite Runde. Also es ist schon krass, man kann viele Sachen schon auch noch intuitiv, aber dieses jede Woche fahren, das bringt auf jeden Fall was. Also das ist wirklich ein krasser Unterschied, wenn man jede Woche irgendwie kurz auf dem Bike sitzt, ein bisschen was übt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, auch wenn es nur tatsächlich diese Hometrail-Runde ist. Aber ich glaube, das macht auf Dauer echt den Unterschied, also die kleinen Dinge halt. Aber es tut einfach gut, kurz draußen zu sein, wieder auf dem Fahrrad zu sein. Ey, ich habe das, also man kennt ja dieses Sprichwort, ne? Man vermisst etwas, also man weiß erst, wie man etwas vermisst, wenn es weg ist oder sowas, ne? Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gerade richtig einfällt. Aber das ist wirklich wahr.
So Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid nicht krank, so wie ich, und könnt aufs Bike gehen und Fahrrad fahren. Ich bin jetzt endlich, glaube ich, wieder auf wirklich dem Weg der Besserung. Ich wollte es heute nicht übertreiben, dass ich nicht direkt wieder einen Rückfall kriege, aber ich wollte einfach eine Sache mal mit euch kurz besprechen, und zwar, wie krass schön einfach dieses Hobby ist. Also ich habe das total vergessen, wie geil das einfach ist, und ich war jetzt ja nur alleine unterwegs, ne? Ich liebe das ja auch, mit guten Freunden unterwegs zu sein, gemeinsam Spaß zu haben und so. Aber selbst alleine diese kurze Hometrail-Runde bei gutem Wetter, frischer Luft, einfach kurz frei sein, den Kopf ausschalten, und das sind ja nicht mal jetzt super geile Trails hier, ne? Also ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwas habe zu Hause, aber hier ist halt, könnte auf jeden Fall um einiges besser sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es jetzt wieder losgehen kann und ich wieder fit bin und nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen muss. Leute, schätzt auf jeden Fall das, was ihr habt, egal wenn es auch nur ein bisschen was ist. Egal, nicht nur aufs Mountainbike bezogen, sondern schätzt das allgemein. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einfach gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir Fahrrad fahren können, dass wir, wenn wir überhaupt Fahrrad fahren können, Leute, also dieses Mountainbike-Hobby machen können, dann geht es uns sehr wahrscheinlich sowieso sehr, sehr gut, weil es einfach wirklich auch ein teures Hobby ist, ne? Das dürfen wir mal nicht vergessen. Also diese Mountainbike hier, das ist schon ein teurer Spaß. Ich freue mich sehr, jetzt demnächst wieder aufs Bike zu gehen. Ich hoffe, wir haben ein paar sonnige Wintertage jetzt, so wie heute. Das wäre mega. Und auf euch warten auf jeden Fall noch ein paar andere spannende Projekte, die ganze Zeit einfach nur pausiert waren, weil ich nicht Fahrrad fahren konnte. Aber ich wollte euch unbedingt, auch wenn es nur ganz kurz so eine Runde ist, mitnehmen auf die erste Fahrt nach dieser langen Pause und euch meine Eindrücke schildern. Und es war auf jeden Fall cool. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche mindestens 2 neue Videos. Und wir fahren jetzt zurück nach Hause, weil gleich geht's. Ich muss mich ranhalten, weil gleich geht's mit der Family auf dem Weihnachtsmarkt. Leute, deswegen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.